Mission. Sie haben uns mit dem Artefakt versorgt, um die Augen des Saitan anzulocken. Es ist ein verzauberter Spiegel, mit dem man Orr ausspionieren kann. Das ist ein guter Plan. Aber ist das der richtige Köder? Seine Magie muss stark genug sein, um die Aufmerksamkeit der Augen zu erregen. Sollte sie sein. Der Spiegel ist mehr als ein Schmuckstück. Er ist ein Portal von und nach Orr. Als ich ihn das letzte Mal benutzte, brachte er mich hierher. Wo ich sie gerettet habe. Naja, Traherne bei ihrer Rettung half. Jetzt sorge ich mich, dass die Augen mehr über den Spiegel wissen als ich. Er stammt schließlich aus Orr. Genau wie sie. Dieses Risiko müssen wir angehen. Seid alle bereit. Ich spüre, wie sich Saitans Einfluss nähert. Was auch kommt, es ist tödlich. Na, da haben wir es doch. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ich sehe alles. Saitans Blick weicht niemand aus. Euer Spiegel gehört dem Drachen. Bald wird alles dem Drachen gehören. Der Spiegel beugt sich seinem Befehl. Er aktiviert ein Portal. Angriff! Haltet ihn, sonst erhebt sich eine ganze Armee auferstandener. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Nee, muss nicht sagen. Okay, das Auge ist verwundbar. Der Spiegel blockt Magie. Ich kann ihn nicht stoppen. Ich kann den nicht bekämpfen, aber. Ho! Oh. Was war das? Nächste Instanz. Okay. Wir wurden also durchgezogen. Okay, weiter. Isilvari braucht Hilfe. Angriff. Ah. Ach, dann ist Mäuse vom Mars. Was war's bei mir? Ach, das waren ja drei. Diese Quagams. Die ich ja für komplett unfähig halte. Bei mir waren das die Vögel. Aber wie heißen die jetzt? Ach, die sind weg. Nee. Oder nee, die heißen jetzt anders, oder? Aber wie heißen die jetzt? Bei mir waren das die Vögel. Oh, hallo. Schön, euch zu sehen. Ja, ja. Wir patrouillieren diesen Stinkeort. Wie befohlen. Überrascht, euch zu sehen. Ja, ja. Bleibt zurück! Ihr bedrängt unseren Kommandeur und wir kennen euch nicht mal. Um genau zu sein, habe ich noch nie Skrid im Pakt gesehen. Euer Problem. Eures, nicht meins. Sind Pakt beigetreten, nachdem Kommandeur uns gerettet. Uns gezeigt, dass wir gegen Drachen kämpfen müssen. Und wir freuen uns über euch, Tokchak. Uns jagt ein Auge des Saitan und wir brauchen eure Unterstützung. Ja, wir helfen, ihr führt. Gemeinsam, wir schließen großes Auge. Dann verlassen diesen Stinkeort schnell, schnell. Ich hoffe ja immer noch, dass diese Viecher mir eine Rakete bauen. So. So, das scheint doch, ist der richtige Weg. Es geht es mir nicht aus dem Kopf, wie die Vögel heißen, ey. Ja.
Kram? Schnell wiederbeleben. Oh, genau. Ach man, dieses zerbrochenen Flaschen. Wieder auf die Beine. Ach. Schäfchen ist da. Oh, jetzt können sie nur noch besser werden. Ja, hier bricht anscheinend alles zusammen. Hallo? Hier kommt Regenschau angekündigt. Und hinten stehen die Auferstehung. Stehen die schon wieder. Ja. Machen ihren Namen ja aller Ehre. Ja, natürlich, die rennen alleine vor, klar. Yep. Eine steht noch. So. So. Unsere Skrits sind auch noch dabei. Gut. Ah, geht doch. So, das war's. Hoffe ich doch. Sieht aus, als hättet ihr diesmal mich gerettet, Tequin. Ich bin mit diesem Spiegel fertig. Für immer. Dann sind wir schon zwei. Wenn wir den Freunden des Kommandeurs nicht begegnet wären, wäre es übel geworden. Diese Anstrengung war schwer, aber fruchtbar. Dank euch, meine Freunde, können wir nun ein Auge untersuchen. Ist das schlau? Das Auge könnte noch mit Zaitan verbunden sein. Selbst tot könnte es noch gefährlich sein. Diese Begegnung beweist, dass wir noch nicht genug über unsere Feinde wissen. Die Erforschung des Auges könnte das ändern. Mein Reden. Ich übergebe dieses Monster meinen besten Forschern.
Trefft mich am Vor der Dreifaltigkeit und wir fangen an. Doktorspieler. Ja. So, am Slipschi-Augen. Ja. Nee, die Hüte sind... die bringen mir nichts. Und die Auferstehenden kommen da hinten schon wieder, es ist ja... Ja, ich glaube, dann können wir doch so glatt zurückreisen zum Tor der Dreifaltigkeit. Jo. Bin da. Genau. So, wenn wir schon mal hier sind, erstmal bei dem Kaufmann. Wieder die Tasche leeren. Kam ja wieder einiges dazu. Müll, Müll. Lebt wohl. Oh, das vielleicht nicht. Müll. Müll. Oh, ich habe zweimal Farbe bekommen. Oh, Farbe. Was für welche? Karamell und rosa. Ja. Nicht. Also beides blau. Aber immerhin. Das wird ein nettes Sümmchen einbringen. Und ich sammle wieder verschlossene Schwarzlöwentruhen. Super. Hatte ich ja auch. Eine, eben. So, ein Ring, den ich mal gebrauchen kann. Doch egal, welchen er ersetzt, die sind nämlich beide. Mal sehen, was in der goldenen Truhe ist. Handschuhe, die ich nicht gebrauchen kann, aber... Blutsteinstaub. Süßer, süßer Schatz. Die Rune ist für mich gut. Rune der Befallenen. Zustand, Schaden, Blutungsdauer. Sehr gut für Kurzbögen. Okay, alle Sammelgegenstände wieder weg und lecker, lecker Glück. So, dann bin ich auch tatsächlich wieder soweit. Wo liegt eigentlich gerade mein Glückswert? Oh, 132. Ich werde meinen jetzt auch hochpushen. Schade, dass man nicht einmal drücken kann, alle nehmen oder so. Ja. Gut, dann auf geht's. Irgendwo hier vorne. So, geht an Bord des Luftschiffs. Ah, sehr schön. Fliegen. Ja. Ich will an Steuer. Instanz bitte.